Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochmorgen und ich mache ein Wackelvideo. Ich habe letzte Woche gesagt, vielleicht mache ich abwechselnd Interviews und Solo-Folgen. Und heute habe ich mir gedacht, ich mache ein Wackelvideo. Ich hatte nämlich am Wochenende frei und habe quasi kein aktuelles Futter. Dafür aber ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich wenn deine Kompetenz als Hundetrainer nicht ausreicht. Bevor ich anfange, da ist der Rudi und sollte der Rudi vorlaufen, der ist freiwillig jetzt bei mir, sollte der vorlaufen, meine Damen und Herren, keine Kommentare darüber, boah, der Hund ist aber weit weg. Ist nämlich mein Hund. Und warum darf er das? Weil ich's kann. Und ich werde euch, sollte er das tun, während des Videos auch nochmal zeigen, dass er, egal wie weit er weg ist, jederzeit ansprechbar ist, beziehungsweise man ihn ins Platz legen kann. Oder was auch immer. Große Freiheit ist für mich maximale Freiheit für den Hund. Hund kann tun, was Hund tun möchte. Und maximale Freiheit für mich. Ich kann auch tun, was ich tun möchte, auf so einem Spaziergang. Und wenn er bei mir läuft, schön, und wenn nicht, genauso in Ordnung für mich. Ich sag das nur, weil es echt mal blöde, überhebliche Kommentare irgendwie gab. Der Hund wäre im Geiste gar nicht bei mir und bla bla bla. Da bin ich ein wenig angetriggert. So, zum Thema. Also. Als Hundetrainer kommst du immer wieder in Situationen, wo du merkst, dass es hier nicht um Hundetraining geht, sondern dass das Thema auf Seiten des Hundehalters so immens ist und so schwerwiegend und auch belastend, dass du da als Hundetrainer nicht wirklich weiterkommst. Also Ich glaube natürlich auch, es hat Gründe dafür, der Hund als Spiegel des Menschen. Wie oft habe ich schon erlebt, dass sehr, sehr introvertierte, unsichere Menschen mit einem Hund zu mir kamen, der das genaue Gegenteil war, komplett extrovertiert und daher natürlich von seinem Menschen nicht die entsprechende Präsenz bekommt. Oder auch einfach Energie. Ja, extrovertierte Energie ist anders als introvertierte Energie. Dass er dann eben, dass der Hund schwer gesteuert werden kann. Ja, und Introvertiertheit kann ja sehr weit gehen. Das kann auch in eine Depression abrutschen. Und auf der einen Seite denke ich dann, ich sehe genau, warum du diesen Hund hast. Ja, du hast diesen Hund, weil er dir jeden Tag zeigt. Schau, so könnte dein Leben auch sein. Nicht so verschlossen, offen, vielleicht übermäßig offen sogar. Nur nutzt ja alles nichts. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich wirklich das auch offen anspreche und sage, hey du, ich glaube, da braucht es jemanden anders. Mit der anderen Kompetenz, damit wir überhaupt die Grundlage bekommen, dass du, dass wir mit deinem Hund und dir arbeiten können und verweise dann entsprechend an Coaches oder an Therapeuten oder was auch immer, ja. Das Ganze gibt es übrigens auch umgekehrt. Da haben Menschen vielleicht einen instabilen, unsicheren Hund und sind selber sehr, sehr extrovertiert. Und dann sind die permanent zu viel für diesen Hund. Alles zu viel. Zu viel Druck, zu viel Anspannung, auch zu hohe Ziele in zu kurzer Zeit. In der Konstellation auch schwierig, ja. Weil man natürlich, es gibt Menschen, die sind wirklich, tatsächlich extrovertiert. Ich gehöre da sicher dazu. Und es gibt aber Menschen, die sich diese Extrovertiertheit angeeignet haben,
oder an den Tag legen, eine gespielte Extrovertiertheit, weil sie vielleicht denken, dass sie so besser bei ihrem Umfeld ankommen oder sich durchsetzen können oder whatever, ja. Da ist die Herausforderung genauso groß. Und da ist auch immer, wenn ich merke, und ich habe eine Coaching-Ausbildung, ich habe schon ziemlich viele Tools an der Hand, um Menschen so ein bisschen, ja, ich sag mal, durch äußere Dinge im Inneren ein bisschen zu verändern. Aber wenn ich da nicht weiterkomme, im Sinne meiner wohlgelobten Effizienz, verweise ich dann erstmal an jemanden, der mit den Menschen arbeitet, ja. Natürlich gibt es auch noch die Kombi, introvertiert oder ne, zurückgenommen, unsicher und zurückgenommener, unsicherer Hund. Ganz schwierige Kombination, weil der Mensch einfach ganz viel Liebe im Herzen hat und ganz viel, wie soll man sagen, den Hund überschüttet mit allem, was ihm leicht fällt. Und das ist in der Regel Zuneigung. Das ist für einen instabilen Hund schwierig, weil, das wisst ihr ja sicher von mir, auch ein instabiler Hund oder gerade ein instabiler Hund braucht ja Begrenzungen, die ihm sagen, innerhalb dieses Raums kannst du dich aufhalten. Darüber hinaus übernehme ich die Verantwortung zum Beispiel für Außenreize. Ja, also auch das nicht so wirklich einfach. Und dann als letztes die Kombi extrovertierter Mensch und extrovertierter Hund. Das artet oft in mega Hektik aus, weil der Mensch versucht, schneller zu sein und zu agieren wie der Hund. Und der Hund wird natürlich immer schneller sein. Da ist dann das beliebte Atmen von der Elli Meier oftmals ein Schlüssel, ja, dass man sagt, jetzt atme erstmal einfach durch. So, jetzt mein Hund wird weg. Moment, Platz! Entschuldigung, es war ein bisschen laut für alle Wattebäuschenschmeißer. So, ich drehe um, er darf laufen. Jetzt kriegt er einfach per Handzeichen. Genau, tschung! Die Rakete. Platz! Seht ihr? Und wo war ich stehen? Ja, genau. Extrovertiert und extrovertiert auch schwierig. Ja, in der Kombination. Was aber ganz wesentlich ist, weil ich merke gerade, dass ich in diesem Video ein bisschen abgeschweift bin tatsächlich von meinem eigentlichen Anliegen, nämlich wo die Kompetenz des Hundetrainers endet. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich merke immer auf Seminaren, dass wenn wir Menschen dabei haben, wo wir denken und auch merken und spüren, dass hier im Inneren des Menschen ganz schön weit los, was los ist, ja. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand in Trauer ist noch um den Vorgängerhund oder so. Also immer, wenn wir das merken, sprechen wir das offen an. Das muss man sensibel machen. Ja, man darf dem Menschen nicht das Gefühl geben, hör mal, du hast sie wohl nicht mehr alle. Oder das Gefühl haben, du bist nicht genug für den Hund, ne? Sondern das muss man ganz sensibel machen und dem Menschen sagen, so, tu erst mal
was für dich selbst, bevor wir was für euch als Team tun. Ja, ihr Hasen, also zwei Dinge interessieren mich. Zum einen interessiert mich, wie ist die Konstellation bei euch? Wer ist Intro, wer ist Extro oder vielleicht seid ihr ja auch irgendwas dazwischen? Und habt ihr es schon mal erlebt an euch selbst oder im Bekanntenkreis mit Hundefreunden, dass man klar sagen musste, hier muss erstmal Psychohygiene bei Menschen betrieben werden, bevor man sich dem Thema mit dem Hund wirklich widmen kann. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich und wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Gehabt euch wohl, bis nächste Woche.